Bange Blicke der Kandidaten, Soundeffekte wie in einer TV-Show, dann das Ergebnis der Stichwahl. Auf Armin Laschet entfallen 521 Stimmen und auf Friedrich Merz 466 Stimmen. Armin Laschet weit vor Friedrich Merz. Glückwunsch per Ellenbogencheck und mit der geballten Faust. Bei diesem Parteitag ist diesmal alles anders. Die Delegierten nur zugeschaltet. Applaus kommt per Klatsch-Emojis. Im ersten Wahlgang, der eine absolute Mehrheit verlangt, liegt Laschet noch knapp hinter Merz. Norbert Röttgen kommt auf 224 Stimmen und scheidet deshalb für die Stichwahl aus. Zuvor halten alle drei eine Bewerbungsrede vor den rund 1000 Delegierten zu Hause an den Monitoren. Armin Laschet wirbt um Vertrauen und menschelt, zeigt stolz die Bergmanns-Plakette seines Vaters. Er präsentiert sich so als Alternative zu Friedrich Merz. Die CDU und das Deutschland, das ich vor Augen habe, braucht keinen CEO, keinen Vorstandsvorsitzenden, sondern einen Mannschaftskapitän, der führt und zusammenführt. Friedrich Merz zeigt in seiner Rede wie gewohnt klare Kante. Er begeistert damit zwar seine Anhänger, nicht aber die Mehrheit der Delegierten. Ich werde es mir nicht leicht machen, Ihnen aber auch nicht. Ich werde mich persönlich fordern, Sie aber auch. Eine heftige Klatsche gibt es bei der Wahl der Parteivizes. Schlechtestes Ergebnis für Jens Spahn, der in der Fragerunde nicht fragt, stattdessen für Laschet wirbt. Das nahmen die Delegierten dem beliebten Politiker krumm. Friedrich Merz wiederum hätte Armin Laschet lieber im Team, als dass dieser ihn von außen kritisiert. So hatte es Merz mit Kramp-Karrenbauer getan. Doch Merz verlangt gleich nach der Wahl Unmögliches. Er will Bundeswirtschaftsminister werden, und zwar sofort. Das würde Angela Merkel aber nie akzeptieren. Für Armin Laschet kann der Weg zur eigenen Kanzlerkandidatur also noch turbulent werden.